Hi, long time no see. Aber ich hoffe, ihr habt mich trotzdem wiedererkannt. Ich habe mich nur ein kleines bisschen verändert. Ein bisschen. Aber genau deshalb mache ich auch heute das Video und möchte mit euch sprechen, was da damals los war. Vor knapp 2 Jahren habe ich mit YouTube komplett aufgehört. Das hatte erstmals familiäre Probleme, Gründe gehabt. Damals war meine Schwester kurz vor der Entbindung ihres zweiten Kindes und wie ihr wisst, bin ich ja ein bisschen ab vom Schuss. Meine Schwester ist ja 300 Kilometer weggezogen und hat dann einfach ein bisschen Unterstützung gebraucht. Und irgendwie, ich hatte nichts vorproduziert und habe mir da total den Stress gemacht. Oh, jetzt kannst du kein Video hochladen, es kommt aber doch immer zweimal die Woche eins und jetzt bist du 2 Wochen in Stuttgart und kannst du dann nichts machen. Und irgendwie war das so ein innerer. Wie so eine Blockade, wie so eine Unruhe. Das hat mich total nervös gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ich brauche jetzt erstmal eine YouTube-Pause. Es geht so nicht. Ich kann mich hier nicht mental so unter Druck setzen. Gesagt, getan. Und irgendwie habe ich mich von dieser Pause nie richtig erholt damals. Okay, da muss ich auch sagen. Dann gab es plötzlich noch mal einen neuen Mann in meinem Leben. Dann hast du deine Zeit ja doch eher darauf fokussiert. Und resultierend aus dieser Begegnung war ich dann auch nicht zeitnah, aber nach einem Dreivierteljahr schwanger und habe letztes Jahr im Juni meine Tochter auf die Welt gebracht. Ja, so war das. Ganz simpler Grund. Irgendwie nicht mehr angefangen und dann keine Zeit mehr. Das ist so. Deshalb auch ein bisschen Veränderung an Gewicht. Es ist noch nicht alles runter, trotz dass es schon ein Jahr her ist. Und ja, seit der Geburt brauche ich auch eine Brille. Irgendwie hat mir das total auf die Augen geschlagen, aber gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ja. Was ist noch passiert in der Zwischenzeit? Ja. Ihr werdet es nicht glauben, aber dieses Jahr im Juni kam ein weiteres Baby dazu. Aber bevor ihr jetzt sagt, ob ich oder bevor ihr mich fragt, ob ich keinen Fernseher habe, nein, ich spreche nicht von einem kleinen Ich. Ich habe nämlich das geschrieben. Und das ist sozusagen mein zweites Baby. Ja, in der Elternzeit hat es mich einfach gepackt. Ich hatte eine Idee und die Idee hat sich über Wochen in meinem Hirn festgesetzt, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt zu Papier bringen. Und jemand, der gerne liest, hat bestimmt irgendwann im Leben mal so die Idee gehabt, ich würde gerne eine eigene Geschichte schreiben. Und genau das habe ich dann halt auch einfach getan. Jetzt trotz 2 Monaten Abstand zum Release-Tag habe ich irgendwie immer noch so dieses, oh mein Gott, du hast einfach mal ein Buch geschrieben. Ja, das war schon verrückt, muss ich dazu sagen. Das war sehr verrückt. Ja, ich zeige es euch auch gerne nochmal im Nahen. Love Me Girl heißt das Ganze nämlich. Da steht mein Name. Das ist mein Buch. Aber diesbezüglich würde ich vermutlich in der nächsten Zeit nochmal ein extra Video machen. Das hier sollte eigentlich nur ganz kurz ein Hallo, ich bin wieder da werden. Aber wie ihr mich kennt, das hat sich tatsächlich nicht geändert. Komme ich von Arschbacken auf Kuchenbacken und red halt jetzt einfach mal 5 Minuten lang. So ist es. Ja, was möchte ich euch noch sagen? Was möchte ich euch sagen? Also es wird sich auf dem Kanal jetzt theoretisch nichts ändern. Ich werde nach wie vor Do-it-yourself machen. Ich werde nach wie vor über Bücher quatschen. Vielleicht werde ich jetzt nicht so wie vorher, zack, am 1. des Monats direkt den Lesemonat hochladen. Ich werde das alles ein bisschen entspannter angehen. Ich meine, ich bin Mama, ich habe einen Haushalt zu managen, ich gehe wieder arbeiten. Ich habe immer noch Lana. Lana gibt es immer noch. Die liegt gerade hier unten auf dem Boden. Sie ist halt mittlerweile ein bisschen alt geworden, ja.
Sie liegt hier auf dem Boden und chillt sich einen ab. Chillt hart auf ihr Leben. Ja, die ist nicht so begeistert von den Zweibeinern. Aber hilft ja alles nichts. Muss sie durch, ne? Ja, mehr gibt es jetzt von mir auch gar nicht zu sagen. Ich möchte euch jetzt nicht ewig totquatschen. Ich würde sagen, ich verabscheue mich und wir sehen uns ganz, 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 ganz bald wieder zu meinem neuen ersten Video. Wie klingt das denn? Sehr gut. Finde ich auch. Bis dahin sage ich tschö und bis bald.